in den letzten 20 Jahren sind Tausende von Instrumenten durch meine Hände gegangen. Auch teilweise sehr abstruse Sachen. Aber was ich jetzt für Followfish gebaut habe, das ist eine der lustigsten und gleichzeitig auch interessantesten Jobs, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe irgendwann einen Anruf gekriegt und wurde am Telefon gefragt, ob ich aus einer Thunfischdose eine Ukulele bauen könnte. Und als ich dann Duncan kennenlernte, haben wir uns darüber unterhalten, wie die klingen soll und wie sie aussehen soll. Und daraus ist eben die erste Tuna Uke entstanden. Jeder hat so eine Zeit, wo man denkt, okay, was will ich denn eigentlich? Was will ich wirklich mit meinem Leben? Der große Abenteuer. Ich habe mich entschlossen für den Songwriting. Und vor kurzem kam ein Followfish. Die machen jetzt diesen Dosenthunfisch aus den Malediven, die auch sogar der nachhaltigsten der Welt ist. Und um darauf aufmerksam zu machen, wollen sie jetzt sogar diese Dose nachhaltig nutzen und mit Musik zeigen, dass Thunfischessen endlich wieder Spaß machen kann. Ich habe jahrelang keinen Thunfisch mehr gegessen, weil das konnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich bin zweimal im Südpazifik gewesen und habe da gesehen, was Thunfischfänger anrichten. Ich habe die Trawler gesehen, die wirklich wie ein Staubsauger die Fische raussaugen. Wie der industrielle Fischfang diese Bestände plündert. Und das ist schon ziemlich furchtbar, was da passiert. Fakt ist, wenn diese Massenfischerei so weiterläuft, so wie es jetzt gemacht wird, dann würden wir denn keine Fische irgendwann mehr haben. Aufgrund meiner Erfahrung als Banjo-Bauer habe ich ein Bauprinzip aus dem Banjo-Bau benutzt, habe also einen anschraubbaren Hals gemacht. Also ich bin ein relativ intuitiver Mensch. Also ich bin kein Mensch, der jetzt alles mit dem Oszillographen durchmisst und 1000 Versuchsreihen macht. Die Herausforderung beim Bau dieser Thunfisch-Ukulele war, dass die Dose selber relativ klein ist. Also insofern musste ich sehen, dass ich aus diesem vergleichsweise kleinen Korpus irgendwie einen Klang erzeugen kann. Was wir nicht wussten, ist, wie gut das funktionieren wird. Der ist wie ein verrückter Genie. Wenn ich so nach 80 bis 140 Arbeitsstunden ein Instrument wirklich fertiggestellt habe, also fertig lackiert habe, alles eingestellt habe, Saiten drauf und dann so die ersten Akkorde auf der Gitarre spiele, dann ist das ein sehr gutes Gefühl. Ich spiele Ukulele seit nicht so lang. Ehrlich gesagt, erst seit diese Thunfischdose leer ist. Plug it in. Give it a go. We're going to test this. Bonsai, yeah. All right. Yeah! Oh! Cool, man. It's great! Love it! Right, great. Hey, nice shaking. Right, give me five. All right.